Heute, was geht ab, Leute, hier aus dem Frühstücksraum in Innsbruck. Es gibt Frühstück inklusive mit inbegriffen, ansonsten hätte ich mich noch gar nicht nirgendwo hingepackt, weil ich bin noch gar nicht hungrig. Aber komische Sache geht immer. Espresso geht immer, um in den Tag reinzustarten. Ich glaube, Frühstück ist mit inklusive, weil wir wohnen irgendwie an der Hauptstraße. Es ist so laut. Seit 6 Uhr morgen bin ich schon wach, weil es einfach so laut ist. Und ich glaube, das Frühstück ist einfach mit umsonst, weil als kleine Entschädigung, weil es einfach zu laut ist und die Leute nicht schlafen können. Wir haben heute eigentlich gar nichts zu tun. Überraschenderweise haben wir gestern echt alles geschafft. 3-4 Sightseeing-Spots. Und heute eigentlich nur chillen, warten, bis der Zug abfährt. Ich hätte früher buchen sollen, aber das weiß man ja nie im Voraus. So, wir sind in, ich würde mal sagen, so eine Art Industriegebiet. Da gab es auch schon so ein paar Baumärkte, Mediamarkt und so. Muss auch gute 5 Stunden totschlagen. Und ja, wir sind hier jetzt ein bisschen rausgefahren, 20 Minuten, zu Lounge Bar B1. Hier soll es angeblich Shisha geben. Hier ist 11:30, Mann. Das wäre, glaube ich, meine früheste Shisha. Und, das ist ganz verrückt, die haben Lasertag, ein Visual Museum, Kartbahn, Escape Room, 3D Minigolf und anscheinend Shisha. Lasst euch überraschen. Ausblick immer noch Hammer. Von den Bergen umzingelt. Krank. So, da seht ihr es nochmal. Die haben einfach alles hier nun. Shisha nur oder erst ab 3. Und davor gibt es ja nur Mittagessen. Jetzt habe ich so gar keine Ahnung, wie ich die Zeit verbringen soll, Mann. Auf Empfehlung von einem Kumpel von Lukas, also nicht Lukas der YouTuber, sondern Lukas unser Krypto-Freund. Die kommen ja hier aus Tirol. Onkel Hassan. Bewertung auf Google war auch krass, 4,8 bei sehr vielen Bewertungen. Und ja, ansonsten habe ich nicht viel zu tun. Ich überlege einfach ins Kino zu gehen. 200 Stunden, der neue Doctor Strange Film. Das ist der heißeste Döner, den ich jemals hatte, Mann. Was geil ist, ich liebe heiß und das Brot sah anders knusprig aus hier, Schopfern. Hey, ich bin echt gespannt. Riecht gut, Aroma steigt in die Nase, so wie in Comics und Animes, wo du es riechen kannst. Ein Spießer-Ding aus, glitzernd, echt geil, Mann. Mach noch kurz Story für Instagram und dann gönn ich mir. Fleisch gut gewürzt, Brot ist geil. Ich muss sagen, das Fleisch ist ein bisschen trocken. Ein bisschen zu knusprig. Ansonsten ist echt geil. So eine Mischung. Ein bisschen von der Kürze, ein bisschen was Saftigeres. Der Höhe der Saft. Ist echt zu trocken. Der ist eher so knusprig, hart zum Kauen. So eine Mischung aus diesem knusprigen und einer richtig saftigen. Ist lecker. Ja, der Döner war echt zu hart und trocken. Wir checken jetzt das DEZ ab. Anscheinend ein sehr großes Einkaufszentrum hier. Weil sonst habe ich hier eh nichts zu tun hier. Wir sind in noch irgendeinem Einkaufszentrum gelandet. Nee, Hauptbahnhof, weil ich einfach so durch die Gegend schlendere. Ja, noch so 3 Stunden, 45 Minuten, die ich totschlagen muss. Kino macht das um 15 Uhr, Fahrrad ausleihen und einfach so durch die Stadt fahren könnte ich machen. Vielleicht irgendwie sowas, keine Ahnung. Oh, hier gibt es Sunny Sue. Taugt mir so gar nicht, aber ist ein bisschen gehypt.
schaut mal dieser Laden, der verkauft so Sachen. Plus Massage. Ich dachte so, Walk-in, ich frag mal nach. Natürlich sind die auch ausgebucht. Digga, Massage ist echt schlimm. Nirgendwo gibt es spontan Massage. Die meinte, halb fünf oder so. Aber halb fünf fahren wir schon. Deswegen, ja, echt leiden. 3,5 Stunden müssen wir noch irgendwie rumbekommen. Ich habe dann die gefragt, was man hier so machen kann. Ich habe gestern schon das meiste gemacht. Dies, dies und das. Das meinte auch so schwierig. Boah, Innsbruck. Ich könnte zu irgendeinem See fahren. Oder bei diesem Adlerson Hotel oben die Aussicht genießen, Kaffee trinken oder so. Kostet aber. Ich habe gesagt, ja, kein Problem. Ich habe Geld noch einigermaßen. Alles tot hier. Wir haben uns in eine Bar gesetzt. Mit schönem Ausblick. Das bringt vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Oh mein Gott, ey. Ich will nach Hause. Also eigentlich will ich nicht nach Hause, aber ich will irgendwas zu tun haben. So, erstmal eine Abkühlung. Geht klar. Was ist das für ein schöner Ausblick beim Pinkeln. So, ich habe meine Tasche abgeholt. Gleich da vorne ist der Hauptbahnhof. Problem ist, ich fahre erst in 1,5 Stunden. Aber es ist 3 Uhr, das heißt die Shisha-Bar hier direkt 5 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt hat offen. So. Eigentlich sollte ich da sitzen, aber da hat es fett angefangen zu regnen, aber ist auch schon wieder vorbei. Ganz kurz, 5 Sekunden. Der Besitzer ist mega gut drauf. Er ist so mit so Eisbazooka auf meinen Nacken und so. Richtig chillig, wo kommst du her? Ich so, München. Er so, wo genau München? Ich so, kennst du dich aus in München? Er so, nein, kein Plan, Digga. Ja. Echt halt nicht so geil hier, aber Besitzer mega cool drauf. Und gut, dass wir halt direkt am Hauptbahnhof sitzen, weil ich habe gerade Benachrichtigung bekommen. 13 Minuten Verspätung, das heißt, wir können hier nochmal 10 Minuten länger chillen. So, wir packen es heim. Es fängt auch an zu stürmen, Alter. Gewitter kommt. Genau passend, wenn wir gehen. Lukas kommt zufällig jetzt an. Genau, wenn Gewitter kommt. Leider verpassen wir uns. Aber zufällig mal im selben Land wieder. Und dann sehen wir uns in Zypern. Grüße gehen raus. Aber jetzt erstmal den Insi-Modus aktivieren. Erstmal sparen. Und wenig Geld ausgeben. Das ist der Buchhaltungshaufen. Ich habe die Woche gar nichts gemacht. Das mache ich morgen. Habe jetzt ein bisschen aufs Scooter am PC gechillt, ein paar Sachen gemacht. Ich krieg eigentlich noch ein Paket von Crypto.com. Am Montag, wo ich losgefahren bin, habe ich eine E-Mail bekommen, dass sie es abgeschickt haben. Eigentlich hätte es Freitag da sein sollen. Estimated Delivery Time, aber kein Zettel, nix. Laut der E-Mail ist auch noch kein, der Versandstatus auch noch nicht geändert. Also noch nicht auf Delivered. Aber ja, wird schon noch kommen. Ich freue mich drauf. Crypto.com Merch. Das ist der nächste Tag. Ich komme gerade vom Gym. Ich habe euch ja gesagt, der Insi-Modus wird aktiviert, wenn wir zurückkommen. Das ist das Geld, was ich habe. Plus noch ein Fuffi. Und damit will ich bis Zypern überleben, bis zum 7.6. Das sind, glaube ich, 2 Wochen. Genau 2 Wochen. Schauen wir mal. Ja, was? Was für schauen wir mal? Es sind nur 2 Wochen. Alter, das reicht locker. Wir haben noch eine Box bekommen, die machen wir gleich auf. Yo, Kuss geht raus, Anuches. Immer wenn wir von einer Reise zurückkommen, erwartet uns ein Paket. Link ist unten in der Beschreibung, die letzten Ehrenmänner. Wie immer ein Shirt am Start. Die Box riecht irgendwie gut. Pokémon! Ich mag die Farben, um ehrlich zu sein. Motiv ist cute. Oh mein Gott, One Piece! Oh mein Gott! Stifte, Poster,
zum Auswahl. Oh mein Gott! Anders krass! Ich dachte zuerst an Smarties, aber. What the fuck? Yo! Krank! Ja, okay, das sind doch keine Poster, Digga. Einmal der zukünftige König der Piraten und einmal seine Crew. Eine Figur. Thor, passend zum Film. Ticket für ein Online Escape Room. Hey! Ihr wisst, meine beste Freundin und ihr Verlobter und ich spielen das immer sehr gerne. Boah, geil! Junge, anders geile Box. Eine Tasse. Ihr wisst, Tassen kann man nie genug haben. The Mandalorian. Thank you. Und noch ein Gratis-Heft. Ja, danke. Nette Box. Das war's erstmal von mir, Leute. Wir sind zurück und wir müssen in den Insi-Modus erstmal ein paar Wochen sparsam leben. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, investiert in Bitcoin und DeFi, Crypto Cashflow generieren, serious business und ciao.